Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Bloodlines. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir wollen uns ein paar alternativen Enden anschauen. Die Camarilla-Ente haben wir ja schon gesehen gehabt, aber es gibt immer noch andere Enden. Und ja. I only recently made the acquaintance of Mr. Jack. He intrigues me very much. There are so few like him these nights, I think. But then I only know what I hear from others about the kindred of this city. It sounds as if there are many who seek to sway the children of Cain to their side. Many who believe they shape the destiny of the blood. You work for Prince LaCroix, don't you? Ja, so. Da können wir uns jetzt entscheiden. Entweder alleine arbeiten oder bei den Dings arbeiten oder Camarilla. Wir haben uns ja für die Camarilla entschieden. Ich bin jetzt nicht sicher. Ich glaube, wir machen erstmal Prinz LaCroix. Das ist dann, denke ich, was komplett anderes. Wahrscheinlich müssen wir dann noch nicht mal gegen LaCroix kämpfen oder gegen Dings. Bei den Anarchien müssen wir wahrscheinlich genau dasselbe machen wie jetzt. Machen wir mal einfach LaCroix. Ich bin ganz bin ich echt mal gespannt, was dann passiert. Ja, trotz seiner Fehler liegen ihm die Interessen der Stadt am meisten am Herzen. I could take you downtown, if that is your wish. This Prince LaCroix, is he really the tyrant the Anarchs make him out to be? Wir sind mal den ziemlich hörig. Nein, wenn LaCroix etwas ist, dann ein Führer. Das kann kein Anarch verstehen. But what of the Anarchs? Don't you worry that Prince LaCroix's vision for this city precludes their existence? Their ways of life seem incompatible. Die Anarchen werden ohne Führer in sich zusammenfallen. Es bleibt ihnen keine Wahl. LaCroix makes many new enemies all the time. It will not be long before someone challenges him for this city. Is by his side the best place to stand? Nicht wirklich, aber ich will, wie gesagt, ja, ich will einfach mal schauen, wie das LaCroix-Ende ist. Der Prinz hat eine Geheimwaffe. Ich mache mir keine Sorgen. The Ankaran sarcophagus, you mean? Strange how kindred from all over the city seem to fear its presence. Have you seen what's inside? Nein, aber es muss etwas Mächtiges sein. So viel steht fest. If all LaCroix's plans hinge on the contents of the sarcophagus, what would he and you do if there was nothing inside? Er hat immer noch die Camarilla, mich und diesen Sheriff. Mehr braucht er nicht. I will drop you off downtown if you've made your decision to pledge allegiance to LaCroix. It is a shame, though, that the Anarch experiment must come to an end. I suppose Enoch also did not last forever. Naja, machen wir's. Alles hat irgendwann ein Ende. Bringen Sie mich zu LaCroix. Very well. So, dann machen wir nämlich mal dieses Ende hier. I don't think Mr. LaCroix is expecting you. In fact, he told me I should detain you if you should come in. Wir wissen doch beide um LaCroix' Hang zur Übertreibung. Das gehört zum Geschäft. Well, I guess it's all right. Go on up. Oh, sheesh. I hope I don't lose my flashlight privileges for this. Dankeschön. So, ja, das sieht auch schon ein wenig anders aus. Jetzt bin ich ja mal gespannt, wie LaCroix reagiert, wenn wir hochgehen. I had so much hope invested in you. You could have been glorious. Why did you kill Nines Rodriguez? Sparen Sie sich die Krokodilstränen. Ich weiß, dass Sie es waren, der mich dazu gebracht hat. Rodriguez was a sacrifice. Without a leader, there was confusion. The Anarchs needed retribution. I called a blood hunt on you to satisfy their bloodlust and to assert leadership over them. There is at last unity among the city's kindred. The Quajin's knights are numbered. Ich nehme an, dass Sie mich nun umbringen müssen, stimmt das? As I've said many times before, someone with your skill is irreplaceable. I had no doubt you'd survive the ordeal.
And now that you've returned, we merely tell the Anarchs what really happened. The Quajin set fires to enrage the werewolves that killed Rodriguez. Ja. Ich verstehe. Wir wollen ja das Ende sehen. Ich weiß nicht, was ist, wenn wir jetzt halt hier ein bisschen blöd kommen. I'm glad you understand. A lesson in leadership. Now, my protege, it's time I told you about power. Nur weiter. Power is life to our kind. Those without power disintegrate into the knights of the past. Hundreds of names I know once instilled fear, now unknown. You see, it's not enough to attain power. One must also maintain power. And that sarcophagus is power. Its contents will maintain our rule for centuries to come. I felt it. All have felt it since it appeared. But until we get the key back, we're vulnerable. I've relied on you often in these past nights, and you've failed to disappoint me so far. So, one last task remains before we can assume total power. You must get that key back from Ming Xiao. Ja, schon erledigt. Ich komme mit den Schlüssel zurück. Was ist das? Müssen wir jetzt gehen? Ja, ich glaube, jetzt müssen wir gehen. Where to? So, aber jetzt kommt dasselbe wieder mit Ming Chao. Das kennen wir alles schon. Hier werde ich einfach mal einen Cut reinmachen und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder und wir haben Ming Chao besiegt. Ming Chao? Ming Xiao? Ming Chao. Genau. Besiegt, da haben wir den Schlüssel. Und theoretisch, da wir ja jetzt halt mit Lagroi helfen, unseren Prinzen, heißt das, jetzt müssten wir eigentlich da ohne Probleme zurückkommen und da nichts machen. Das heißt, es müsste eigentlich jetzt halt direkt zum Ende gehen, denke ich. Beziehungsweise es könnte sein, dass wir vielleicht noch ins Taxi kommen, obwohl. Schauen wir mal. So, Ming Zhao is dead. And soon all her devils will share her fate. Los Angeles at last is mine. Come, stand next to me while we open the sarcophagus. You've earned a place at my side. The Ankaran sarcophagus. Who sleeps within you? Is it Balthazar? Maybe Lazarus? Or am I to be reunited with Ventru himself? Or could the anxiety coursing through the city mean that before us slumbers the legendary father of all, Cain himself? One thing is certain. Power is inside. No one on this coast will be able to challenge my rule. Not even the Camarilla. You've earned the right. Open the sarcophagus. So, jetzt öffnen wir ihn mal. Boom. Love check. Ouch. Now ain't that a beautiful thing? Hey, Messeron, buddy, I'm talking to you. You don't really talk much, do you? Hey, it happened just like you said. They never even knew what hit them. Threw that sarcophagus out there and they just tore each other up trying to get to it. Too bad about the kid. Ah, well, you can't call them all. Remember, wherever we go, it is the blood of Cain which makes our fate. Farewell, vampire. Ja, und so endet, also jetzt dieses Ende. So endet dieses Ende. Ja, so endet das Lagrange-Ende. Jack hat wahrscheinlich, als es im auf der Dings gewesen ist, das ausgetauscht, den Inhalt mit dem C4 ausgetauscht, auf dem Schiff, schätze ich mal. Er hat wahrscheinlich dann dieses ganze Blutbad da angerichtet gehabt und
Ja. Es war nur eine ganz simple Mumie. Kein vorsintflutlicher. Nur eine Mumie. Und Jack hat sich dann einen Spaß gemacht mit Hilfe des Taxifahrers, von dem wir wissen, dass es wahrscheinlich Kane ist. Also wir wissen es nicht, ich habe es nur nachgelesen mal gehabt. Hat sich dann Spaß gemacht gehabt und C4 reingetan. Und ja, das war's mit uns und auch mit Lagrange. Auch nicht schlecht. Wenn man jetzt das Camarilla-Ende sieht, dann sieht man, dass da eine große Menge C4 eingelagert worden ist und nur wartet drauf, dass der Sarkophag geöffnet wird, um hochzugehen. Interessant. So, dann würde ich sagen, machen wir doch noch mal ein weiteres Ende. Ich denke, wir versuchen ein Ende hier noch reinzumachen. Und zwar schauen wir mal das Anarchenende uns jetzt mal an. Jetzt haben wir zwei Enden gehabt, Lagrange-Ende und Camarilla. Jetzt wollen wir doch mal die Anarchen ausprobieren. Mit Lagrange war es das für mich. Ich hätte gleich bei Nines bleiben sollen, als er mich gerettet hat. Die Anarchs, ein curious Experiment. Aber sie haben viele Battles verloren und mehr Leader. Ihre Rebellion hat bereits failed in den Augen von vielen. Do you feel their notions of freedom have any real possibility? Und ob ich das tue, solange auch nur wenige daran glauben, besteht diese Chance. If the Anarchs managed to recapture this city, it would not be long before someone challenged them for it. Conflict is always an eventuality in their life. Could you spend an eternity this way? Naja, eigentlich ist das Leben immer voller Konflikte. Es ist vielleicht nicht die beste Wahl, aber es ist für mich die beste Wahl. The Anarch Spirit exists within the blood of many. Few though are willing to listen to it. Perhaps if a few more did, they would not have lost so much. Wenn die Anarchen mich hätten, bräuchten sie niemanden sonst immer ein bisschen, ja. If the Anarchs managed to recapture this city, it would not be long before someone challenged. Ja, das hatten wir doch schon. The Anarchs have lost less than is thought. I hear there is one left who may be able to revitalize the movement. Maybe though it is just a rumor. Tatsächlich, diese Person würde ich gerne mal kennenlernen. I know where you might find them, but you would have to be ready to commit to the Anarchs' fight for this city. I could just as easily take you downtown to see Lagrange. Nein, der Fallstaat muss weiterhin existieren. Bringen Sie mich zu diesem Treffpunkt. If you share the Anarchs' passion and would share the burden of such a fire, we will go to meet the last person capable of keeping them together. Ob das Damsel ist? If that is your decision. Ich frage mich, ob das Danzel ist. Na, wir werden sehen. Oder ist es vielleicht Jack? Ich bin jedenfalls jetzt mal gespannt. Wo müssen wir denn jetzt hin? Ah, Mist. Das sollte ich jetzt eigentlich nicht machen. Where to? I will drop you. It sound your simple. If you sh. If that is your decision. So. Mist, da habe ich gerade Mist gebaut. Egal. Wusste nicht, dass man auch wieder zurückgehen kann, also wir müssen tatsächlich vorwärts gehen. Ich meine, es war auch klar, aber ich wusste nicht, dass wir gleich da wieder rauskommen. Ja, egal. Ich schätze mal hier lang. Willst du es mit dem hier reden müsst? Ah, Skelter. Ganz meiner sein, Skelter. Ist Nines am Leben? He's inside. Motherfucker's telling some tall tales, saying he wrestled a werewolf. You believe that shit? Nines lebt, das ist doch gut. Es ist wahr.
Auch ich habe einen zur Strecke gebracht. Yeah, whatever. And the Pope's my ghoul. Get it. Danke, Skelter. Nines lebt also. Yay. Oh, hallo Damsel. Kann aber nicht mit dir reden. Ist der oben? Ah ne, hier ist Damsel. Oh, Cammy, what the hell are you doing here? Reg dich ab, Damsel. Ich bin auf eurer Seite. Really? Ja, echt. Kann ich jetzt eingehen? Yeah, but I'm out here. So, look, do I even have to say at this point I'll kick your ass? Ich werde es mir zu Herzen nehmen. All right, go on in. I'll make sure no one interrupts. But man, I hope somebody tries. Darauf wette ich. Hi, Nines. Rumor is you killed me. Sorry I couldn't clear your name yet, but I knew you'd make it in here in one piece. Hell, you got out of the park alive. Quite a feat, kid. Ich dachte, du wärst tot. Der Walfall hat dich doch erwischt. You mean this guy? Can't say I got out without a scratch. Hell of a brawl, though. Unfortunately, we don't have time to swap war stories. We were set up, kid. Someone tried to get rid of us, and the list of suspects is short. LaCroix or Zhao? Meng Zhao sagte, sie wären verbündet. What? The Kuei Jin and LaCroix? Even the Camarilla wouldn't let that fly. He wanted an alliance with me because his other one failed. That's twice they tried to get me killed. And kid, it's not gonna end there. It's us or them. You got a preference? Ja. Und was machen wir jetzt? I've already sent the troops out to raise hell all over the city. The Kuei Jin think we're busy with the camp, so they won't be expecting an attack. You know what's gotta be done, right? Yep. Sag nichts mehr. Zhao ist so gut wie tot. Zhao's been in L.A. for too many nights. Make tonight her last. Ja, wenn es sein muss, um die Kainskinder dieser Stadt zu beschützen, dann mache ich es. Once Zhao's out of the way, head to LaCroix's Tower. You oust LaCroix, you'll be a hero in this city. I'm counting on you. Alles klar, ich werde dich nicht enttäuschen, Nines. Die Stadt wird in freier Anarchenstadt bleiben. Isaac's guaranteed me nobody's getting into Hollywood. I'll survive. But I wish I could be fighting at your side. This one's for LA, kid. No pressure. Ja, es gibt nichts, womit ich nicht fertig werde. Bis dann, Nines. Okay. Just follow this street to the end. Ja, das werde ich. Gut. So. Mann, oh Mann, oh Mann. Da hat Nines aber echt ganze Arbeit geleistet. Okay, jetzt müssen wir, glaube ich, wieder komplett zurück. Gibt es hier eigentlich jetzt einen neuen Auftrag? Ja, gibt es. Alles klar. So, und wie beim letzten Mal mache ich hier einen kurzen Cut, weil das braucht man nicht immer und immer wieder machen. Bis gleich. So, da habe ich mich doch jetzt zum Prinzen durchgekämpft. Den Schlüssel habe ich, den Sheriff ist besiegt und wir sind beim Prinzen. Hallo Prinz. Like sire, like child. I should have killed you that night. How could someone as low as you injure me? You think you've taken everything away. But I still have my sarcophagus. Und ich habe den Schlüssel, Flachwichser. You've done all the work for me once again. So much to learn. I thought I had lost it all, but no. Here you've sailed on a Gehenna wind, bearing my salvation. The key to my future. Ja, das kennen wir schon. Oh, sie ihn doch so sehr haben wollen. Warum kommen sie nicht rüber und holen ihn sich? Give me the key. Scheiß auf dich. I said, give me the key. Setzen Sie sich, LaCroix.
Oi. It can't end like this. Don't you see the Kuei Jin will kill us all? I can't lose. I will open the sarcophagus. I'll build an empire. It won't end here. Wenn Sie den Schlüssel wollen, fangen Sie. Viel Spaß, Lacro. Kleine Aufmerksamkeit von den Anarchen. Dann werde ich mir wohl mal meinen Schlüssel nehmen und schauen, was in meinem Sarkophag ist, okay? Er gehört mir, alles in ihm gehört mir. Ich gewinne. Los Angeles wird sich meinen Willen fügen. Naja, machen wir einfach mal. Wenn Sie den Schlüssel wollen, fangen Sie, Lacroix. Kleine Aufmerksamkeit von den Anarchen. Okay, und er öffnet ihn und wir wissen ja, was drin ist. You fool! You had it in your grasp! You had Los Angeles in your hands and you threw it all away! That's why you're not a leader, why you'll never be anything but an errand boy! I'll build a new world order. Tell your anarchs, their days are numbered. Now, my sacrifice. Who are you? Und da laufen wir mitten in den Trümmern. Now ain't that a beautiful thing? Hey, Messeron, buddy, I'm talking to you. You don't really talk much, do you? Hey, it happened just like you said. They never even knew what hit them. Threw that sarcophagus out there and they just tore each other up trying to get to it. And the kid worked out all right, huh? Remember, wherever we go, it is the blood of Cain which makes our fate. Farewell, vampire. So, und das war also das Anarchenende. Wobei, das fand ich, habe ich mir ein bisschen mehr davon versprochen. Wie unterscheidet sich das jetzt, wenn ich das alleine mache? Weil wenn ich das alles alleine mache, also als Einzelgänger, dann kann man nicht sagen, ein Gruß von den Anarchen oder so irgendwie. Dann, ich denke mal, beim Einzelgänger ist das doch genau dasselbe wie das jetzt hier. Interessant. So, habt ihr gesehen, jetzt hatten wir noch die Wahl, den Sarkophag selber zu öffnen, was eigentlich auch ein Ende ist. Und ich denke, es ist relativ klar, was da passiert, aber ich würde sagen, wir machen es trotzdem. Aber ich bin jetzt bei, wenn ich es richtig gesehen habe und richtig geschnitten habe, bei 23 Minuten schon. Und wir haben ja noch das Ende und ein Einzelgängerende. Wobei ich glaube, das wird sich nicht groß von diesem Ende unterscheiden, aber egal. Und den Kuijin-Ende noch. Also wir haben quasi drei Enden noch. Und ich würde sagen, das passt doch, wenn wir das in eine neue Folge machen. Dann haben wir hier nur circa 23 bis 25 Minuten. Und in der nächsten Folge kriegen wir dann auch 10 bis 15 Minuten vielleicht hin. Ich denke, das passt. Das ist besser, als wenn ich das Ganze in eine Folge alles reinquetsche. Gut, dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn es heißt Alternative Enden Teil 2. Bis dann, macht's gut.